Und herzlich willkommen zu Assassin's Creed Unity Dead Kings. Wir spielen den nächsten Teil der Geschichte hier von Dead Kings. Und ich bin sehr gespannt, denn die Aufgabe lautet Elise einholen. Okay, ein Schatten der Vergangenheit ist schon ein kleiner Hinweis darauf, dass es sich wahrscheinlich tatsächlich um unsere Elise handelt, um die es sich aber eigentlich nicht handeln kann. Jedenfalls nicht wirklich und richtig, denn wie wir wissen, ist sie leider verstorben. Im Zuge der Hauptstory des eigentlichen Hauptspiels. Und von daher bin ich echt gespannt, worum es sich hier handelt. Und das werden wir hoffentlich jetzt gleich rausfinden. Vorher töten wir den Verbrecher. Ach komm, dann stehen direkt... Warum stehen direkt hinter dem zwei Wachen, die einfach nichts machen? Die beiden Wachen haben beobachtet, wie er da irgendjemanden überfällt. Ich komme vorbei und beschütze die Unschuldigen. Und die Wachen gehen auf mich los, weißt du? Unglaublich. So, und ich habe auch immer noch die Guillotinenflinte ausgerüstet, die wir beim letzten Mal bekommen haben. In der letzten Mission. Eigentlich wollte ich das ändern. Jetzt muss ich damit leben, dass ich das noch nicht getan habe. Okay, Sequenz 13, Erinnerung 3. Ein Schatten der Vergangenheit. Bonsoir. Geschlossen. Oh, jemand hat nach dir gesucht. Wer? Der Marquis? Elise? Elise! Warte! Elise! Halt! Ah no, du solltest wissen, dass sie das eigentlich nicht sein kann, obwohl sie tatsächlich sehr danach aussieht. So, Objekte über- oder unterqueren. Das ist witzigerweise genau das, was wir in der allerersten Mission des Spiels machen mussten damals, wo wir vor den Schmieden abgehauen sind. Ey, bin ich nicht über das Fenster geklettert? War das kein Objekt? Na, scheinbar nicht. Ich muss mehr Objekte finden. Zum Über- oder Unterqueren hier im Karren, vielleicht. Zählt der? Auch nicht so wirklich. Da ist ein Karren. Ah, kann ich da drunter durch? Nein, aber oben drüber geht. So, ich will sie noch nicht rammen. Ich will erst noch ein Objekt, ich lasse hier ein bisschen Vorsprung. Warte, ich muss noch über irgendwas drüber laufen. Dann kann ich dich erst rammen. Ich habe sie schon überholt. Wie geil ist das denn? Aber das geht noch nicht. Ich muss erst über irgendwas drüber laufen. Das hier zählt alles nicht. Jetzt habe ich sie wieder verloren. Jetzt heißt es gleich wieder, Abstand zum Ziel verringern. Ja, ich weiß. Hier ist noch ein Karren. Zählt der? Auch nicht wirklich. Ich brauche noch ein Objekt zum... Hier, kleiner Karren. Nein. Ich kann dich leider noch nicht rammen. Ich muss noch ein Ziel erfüllen. Tisch? Tisch zählt auch nicht. Ich weiß nie, was ich machen soll. Hier, Wand. Laufen wir da mal gerade rüber. Nein, auch die Wand zählt nicht. Kannst du noch mal irgendwo langlaufen, bitte, wo ich irgendwas über- oder unterqueren kann? Das wäre ganz toll. Ja, ich weiß, ich bin auch schon fast außer Puste, aber hier ein Tisch. Oder hier diese Fässer, irgendwas? Nee, zählt alles nicht. Ach komm, ist das albern. Das ist ja total blöd jetzt hier. Echt jetzt. Jetzt muss die arme Frau hier im Kreis laufen. Hier ist noch ein Tisch. Auch der Tisch zählt nicht. Mir ist nicht klar, ehrlich gesagt, was ich machen soll. Ich hüpfe einfach mal nur über ein paar Sachen drüber. Ja, ich kann dich nicht rammen. Tut mir leid. Ich muss hier noch über irgendwas drüber hüpfen. Das Spiel ist manchmal ein bisschen albern, tatsächlich. Ah, okay. Das hat jetzt aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, keine Ahnung. Macht überhaupt keinen Sinn, aber egal. Jetzt kann ich sie endlich einholen. Beide völlig außer Atem. Wer bist du? Ich nahm doch nur ein paar Sous. Hier. Überraschung, sie ist es nicht. Ich suchte nach euch, Monsieur. Leon ist wieder zu Hause. Viel Glück mit ihm. Ich hatte einen Sohn. Tut mir leid. Nein, er lebt noch. Ich verließ ihn. Das Waisenhaus öffnete ich später. Das ist Liebe. Liebe kann ein Gefängnis sein. Sein Vater lehrte mich das. Hier, das Waisenhaus. Das ist meine Bestimmung. Leon sagte, ihr hättet Frankreich retten können. Kinder. Madame Margot?
Er ist hinter dem Waisenhaus. Okay, das gehört tatsächlich auch noch zu der Quest hier, okay. Ja, das scheint mir aber eine gute zu sein. Das scheint mir tatsächlich eine gute zu sein, dass es auch nochmal eine Bestätigung, dass das definitiv nicht die, die Frau von dem Waisenhaus in das Parfüm ist. Welcher ist denn jetzt hier der Verbrecher? Ich weiß nicht. Ach, den hat er gerade erschossen, kann das sein? Gut. Du hast einen Mord auf offener Straße begangen. Nein. Das war jetzt einfach so, zur Unterhaltung. Einfach mal im Vorbeigehen. Was? Ich halte das für nicht möglich, so zu liegen. Tatsächlich. Nein, das... Oh, Mann. Nein. Gut, wir suchen uns Leon. Ja, also die Frau Margot hier, die Madame Margot, scheint eine gute zu sein, tatsächlich. Und demnach ist es definitiv nicht die Frau aus das Parfüm. Die war nämlich nicht so nett, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oh, warte, hier war ein Artefakt. Ein Artefakt! Da drüben. Entschuldigung, Entschuldigung, ich muss hier mal gerade durch. Danke, das war's auch schon. Ich wollte gar keinen Stress mit euch. So, hat sich schon erledigt, siehste? Alles gar kein Problem. Wir halten uns hier gar nicht lange auf. Ich wollte nur das Ding einpacken. So, überqueren wir noch ein paar Objekte. Haha. Und machen einen etwas größeren Umweg, um zu Leon zu geraten. So. Oh, da ist eine Kiste. Ja, ja, komm, weil ihr beide gerade so praktisch steht, dass ich euch mit einem Schlag beide töten kann. Deshalb nehmen wir die mit, ansonsten hätte ich sie jetzt ignoriert. Aber das hat jetzt gerade zu gut gepasst. Perfekt. Und dann gehen wir aber auf direktem Weg zum Waisenhaus. Ich werde sogar darauf verzichten, die beiden zu looten. So bin ich zu euch. So, da ist er auch schon. Retten wir Frankreich. Kleiner Mann. Noch 3 Tage, bis mein Schiff in See sticht. Ja, na und? Ich hole das Artefakt. Und dann bin ich weg. Schön. Aber wie? Hast du etwa eine Karte, die zum Tempel führt? Die Liste der Relikte. Die Malereien in der Höhle. Ich wusste doch, dass ich die kannte. Sieh mal hier. Aber dieses hier fehlt. Ich meine das ernst. Ah, moi aussi. Komm in mein Zimmer, sobald du die 2 hast. Oui, Monsieur. Kinder. Okay, Kinder. Schön. Ja, das war's dann mit Sequenz 13, Erinnerung 3. Ich hatte mich tatsächlich schon gefragt... Ach schön, ich habe die Herausforderung ja geschafft. Das war zwar ein hartes Stück Arbeit, aber geschafft. Das war auch die einzige in der Mission. Ich hatte mich schon gefragt, warum die Geschichte noch weitergeht, denn es ging ja ursprünglich mit Desart ging es ja nur darum, dieses Manuskript zu bekommen. Und das haben wir ja in der letzten Mission von dem Jungen schon bekommen. Und ich dachte schon, ja und jetzt? Was machen wir dann jetzt noch? Also dass es irgendwie um dieses Artefakt und Napoleon weitergehen würde, war schon klar. Die Frage war, in welcher Form? Warum interessiert uns das? Und ja, jetzt bringt uns natürlich letztlich der Junge dazu, dafür zu kämpfen und das Artefakt an uns zu bringen. Finde ich schön. So, und jetzt müssen wir dann halt diese Symbole da finden, diese Zeichnungen, Malereien. Ah, lasst mich in Ruhe. So wie es aussieht jedenfalls, wenn ich... Ah, nein! Mist! Warum ist das jetzt weggegangen? Ah, jetzt ist es genau gerade verschwunden. Was war das jetzt? Hostienteller? Notizen in der Basilika lesen. Das ist aber schon die nächste Mission, ne? Jetzt mal schauen, wo die jetzt... Wo startet die? Hier ist doch die Basilika. Ach, habe ich die jetzt schon gestartet? Versehentlich? Die nächste Mission? Naja, ich meine... Ja, komm. Wir fangen einfach mal an damit. Da habe ich zwar wieder die Befürchtung, dass ich das eventuell unterbrechen muss. Au.
Autsch. Wenn das länger dauert. Aber wir haben ja bisher erst hier 10 Minuten rum. Also da können wir definitiv noch was anfangen. Und dann schauen wir mal. Aber warum ist das jetzt direkt gestartet? Das frage ich mich. Normalerweise muss ich ja jetzt erst zum Startpunkt der Mission gehen. Und so weiter. Dass die jetzt direkt... Ich habe wohl gerade irgendwie... Nee, jetzt nicht das Artefakt. Ich hoffe ja, dass ich hiermit schneller bin. Ja, irgendwie habe ich es gerade geschafft, die Mission direkt zu starten. Obwohl, lass mich mal gerade schauen. Habe ich jetzt hier tatsächlich irgendwie mal... Kann ich ja irgendwo sehen, was meine Aufgabe ist? Also den Text dazu auch und so? Erinnerung neu starten. Ich kann sie nur neu starten, wie es aussieht. Wo sind wir da? Aussichtspunkte? Artefakte? Ne, ich will ja die Geschichte. Hier. Sequenz 13, so. Elise? Ist in der Schenke von Franciat? Ne, das hatten wir ja. Wie komme ich denn an die Aufgabe jetzt, die ich jetzt gerade mache? Wo steht die denn? Erneut spielen. Was mache ich denn da gerade? Was? Oder ich habe gerade irgendwas anderes. Habe ich gerade irgendwas anderes angefangen? Deswegen war ich auch gerade noch nicht in den, in den Franciat-Geschichten. Habe ich da irgendwas angefangen? Ich war ja tatsächlich gerade nicht hier in dem Bereich Sequenz 13, sondern ich war bei irgendwas anderem. Außenposten, Artefakte? Truhen? Wo war ich denn da gerade? Artefakte? Nee. Das kann es ja nicht sein. Was habe ich denn da für eine Geschichte jetzt gestartet? Ich weiß überhaupt nicht, was ich gerade mache. Aber okay, wir machen es einfach mal. Komm, wir machen es einfach mal. Ich weiß es nicht. Vielleicht war das auch das, was ich bisher nie lesen durfte. Ich weiß nicht so genau, wo sich das befunden hat. Guck mal, jetzt kann ich hier plötzlich hochklettern. War das nicht vorher... Lesen da oben. Und da ist wieder, ich sehe schon, Glyphen. So, wir lesen irgendwas. Achso, da habe ich irgendwie so eine Glyphe irgendwo zufällig erwischt gerade eben. Ich weiß es nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was hier los ist. Aber wir lesen einfach mal. Notizen aus Dom Poyers Buch. Ein Auszug aus den Notizen. Suger war ein religiöser Mann, gewissenhaft bis zum Schluss, der sich mit den Geheimnissen von Franciat, einst Saint-Denis, bestens auskannte. Ich fand einen Teil seines Testaments und seine Erben seit Jahrhunderten versteckt, dass seine Erben seit Jahrhunderten versteckt hielten. Nur eine Revolution konnte solche Geheimnisse zutage fördern. Die Seiten sind äußerst faszinierend. Suger behauptet darin, die Stadt sei geschützt durch die Macht eines alten Apparats, der von Gott gemacht sei, verschlossen mit Schlüsseln, die so versteckt sind, dass ein böser Mensch sie niemals fände, ein Gläubiger jedoch mit Leichtigkeit. Wenn ich daran denke, hier verschlossen und so weiter, verschlossen mit Schlüsseln, dann denke ich natürlich an die Rüstung, die da im Keller in Paris war, und dann muss ich natürlich an die Glyphen und Glyphenrätsel denken. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass mich das jetzt dahin bringt. Zunächst sind da die Platten. Der Tempel von Saint-Denis ist damit versiegelt worden und Mönche wachten über sie. Während des Grabraubes kamen sie abhanden. Zwei der derzeitigen Besitzer von Sugers Schriftrollen konnte ich ausfindig machen und ihr Inhalt führte mich zu den Platten. Die übrigen Schriftrollen enthüllen jedoch was anderes. Eine seit Jahrhunderten ungenutzte Kammer in der Basilika hat Gravuren an den Wänden, deren Bedeutung mir erst klar wurde, nachdem ich Sugers Notizen in der Bibliothek der Basilika fand. Was war das? Hat hier gerade jemand geschossen oder ähnliches? Ich habe irgendwas gehört, irgendein lautes Geräusch. Weiter unten klang es ein bisschen so, als sei irgendwie weiter unten irgendwas passiert. Die Gravuren sind der Schlüssel zu Sugers Adler, einem Schwert, welches der Mönch geschmiedet und in das Feuer unseres Herrn getaucht hat. Okay. Göttliche Symbole schützen es und nur Bußfertige sollen sie lesen können. Sie bleiben mir verborgen durch irgendein Geheimnis.
Mir bleibt womöglich nicht die Zeit, die Schriftrollen voll und ganz zu entschlüsseln, um sie aufzudecken. Die Basilika baute er mit Hilfe des architektonischen Wissens aus dem Inneren des Feuers, um das Schwert zu beschützen. Möge also der Mechanismus, der sein Geheimnis nun seit bereits 500 Jahren so gut bewahrt, auch weiterhin sein Werk verrichten, denn der Adler von Saint-Denis darf nicht dem Bösen in die Hände fallen. Na, ich habe so das Gefühl, dass er mir eventuell in die Hände fallen wird und dass der Mechanismus mir nicht verborgen bleiben sollte. So, die Notizen lesen haben wir gemacht. Und nu? Den Turm des Schwerts untersuchen. Den Turm des Schwerts. Aber wenn der schon so heißt. Von wegen. Okay, ja, gut. Da ist auch ein eingraviertes Schwert, tatsächlich. Na dann, lesen wir das mal. Und wieder Notizen aus dem Buch. Sugers Schriftrollen sind über ganz Franciat verteilt, zurückgelassen von ihren gottesfürchtigen Hütern, nachdem ihre Gemeinden aufgelöst wurden. Finden Sie die Schriftrollen und folgen Sie den Hinweisen zu Sugers Symbolen. Ist ein Symbol entdeckt, erscheint es auf der Turmwand. Auf der Turmwand, okay. Sammeln Sie alle Symbole, um das Geheimnis von Sugers Erbe zu lüften. Ach, du Schreck. Ja, das hat dann definitiv wieder mit den Glyphen zu tun, glaube ich. Relikte von Suger gefunden, 0 von 2. Aha. Neues Ziel, Relikte von Suger. Sonst noch was? Okay, und das sind auch jetzt wieder die Schriftrollen. Ja, ich habe schon gesehen gerade. Da war doch gerade auf der Karte... Genau, hier ist so eine Schriftrolle. Ganz klein allerdings nur. Ach so, hier. Ach, deshalb, weil das gar keine... Das hängt mit an der Hauptstory dran. Das Symbol. Ja, hier nämlich auch. Das ist kein eigenes, so wie hier die Geschichten. Dass dann Schriftrollen dabei wären, sondern... Das hängt mit hier dran. Okay. Drei Diabolus. Und was war das hier? V-Krux. Also fünf. Fünf Krux. Ja. Schön. Interessant. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß allerdings nicht, ob wir das jetzt noch machen sollten. Vielleicht versuchen wir besser, die zwei Sachen zu finden. Sind die hier oder sind die weiter unten? Der Hut ist auf jeden Fall oben. Der Zweispitz und die Truhe könnte auf meiner Höhe ungefähr sein. Schauen wir mal, ob wir die finden können. Ja, das ist auf meiner Höhe. Da vorne sehe ich sie, glaube ich, sogar schon. Oh, hi, du bist auch auf meiner Höhe. Jetzt nicht mehr. Nicht mehr so ganz. Du bist nicht ganz auf der Höhe. So. Die Kiste nehmen wir uns schon mal. Zack. Zack. Ach so, oder ich frage mich gerade, muss ich die Symbole tatsächlich erstmal selber alleine finden? Weil das ist nämlich genau die Stelle, an der wir eins davon schon gesehen haben. Obwohl, nee, es ist nicht genau die Stelle. Nee, das ist weiter oben. Ich habe nämlich hier unten schon mal eins gesehen. Hier unten ist eine Glyphe. Und ist die andere Markierung nicht hier irgendwo bei der... Ist die bei der Windmühle? Doch. Ja, bei der Windmühle haben wir ja auch schon Symbole gesehen. Könnte ja sein, dass diese Aufgaben erst auftauchen, nachdem ich die Symbole dazu schon gesehen habe oder sowas. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Aber sie sind auf jeden Fall in der Nähe von Symbolen, die wir schon gesehen haben. Okay, da bin ich auch definitiv mal gespannt drauf. Aber jetzt versuchen wir noch an den Zweispitz zu kommen. Kann ich da einfach so hochklettern hier an der Seite? Schauen wir doch mal. Das sieht doch ganz gut aus. Oh, und jetzt muss ich hier in das... in den Dachstuhl hier irgendwie rein. Wie komme ich denn da rein am ungeschicktesten? Arno lässt sich ja ungern fallen. Komm, lass ihn mal nach innen fallen. Ja, so, fallen lassen. Sehr gut. Hatte ich ja jetzt fast nicht erwartet, dass das so schnell geht. Schön. So, und das ist aber jetzt ein Stück tiefer, oder ist das hier oben? Ah, da vorne ist ein Symbol. So, kommen wir hier wieder raus auch, Anno? Das wäre auch ganz nett.
Nee, natürlich nicht. Hier komme ich jetzt so nicht raus. Haben wir irgendwo eine Stelle, wo das besser funktioniert? Weil zwischen den Dingern hier durchklettern geht einfach nicht. Hier geht's. Ulkig. Arno ist da nicht so ganz flexibel. So, ich will es doch noch... Ich will es ganz kurz mal kontrollieren hier. Ganz kurz mal anschauen. Nur mal, um zu wissen, womit wir es zu tun haben. Ein paar Minuten haben wir ja noch. Also, drei Diabolos. Oder Diabolos. Keine Ahnung. Die Rätsel lösen, um Sygeas Adler zu finden. Ich will nicht. Aber ich schaue es mir mal an. Ja, das ist genau wie die... Sternzeichen-Rätsel da. Die Glyphen-Rätsel. So, erstes Rätsel. Wachen, starren, brüten. Wachen, starren, brüten. Gehörnter unter Monstern. Auf dem Hause Gottes von unserem Ring umgeben. Auf dem Hause Gottes scheint ja hier zu sein. Aber von unserem Ring umgeben? Wer ist denn wir? In dem Fall die Mönche, ne? Von dem Orden hieß es ja. Ich würde jetzt einfach mal weiter nach oben klettern. Weil auf dem Dach und so. Kletter mal weiter. Einfach mal hochklettern und sich dabei weiter umschauen. Könnte ja sein, dass irgendwo was ist. Aber von unserem Ring umgeben? Na, ich schau mal von ganz oben. Kletter mal weiter hoch. Ja, das scheint mir aber hier kein geeignetes Dach dafür zu sein. Ach, guck mal, ich habe da sogar... Ich habe da eine Untersuchungszone da drüben. Ach, das macht die ganze Sache doch viel leichter. Das ist ja doof. Wenn die jetzt tatsächlich dazu gehört... Und mir schon anzeigt, wo ich suchen soll. Arno. Arno. Alter. Mach mich fertig. So, ich gehe mal gerade auf die andere Seite. Ja, ich habe hier tatsächlich eine Untersuchungszone. Na. Ah. Das war aber das Symbol, wo ich gerade war, ne? Das macht ja keinen Sinn. Ja, das war das erste Rätsel. Dann gehe ich mal auf die Seite hier. Ich höre das Geräusch. Ah, hier. Okay. Ah, ja. Arno, mach keinen Blödsinn jetzt. So, hier war's. Ja. Kann ich damit... Ah, nein! Ach, Mann! Das habe ich schon weggedrückt. So. Mein unterwürfiger Blick auf dem Außenposten des Herrn, die Reflexion des Sterns am höchsten Punkt von allen. Witzigerweise habe ich... Hä? Habe ich das Gefühl, dass... die Rätsel den Ort beschreiben, den ich gerade schon gefunden habe. Und nicht den nächsten Ort, den ich brauche. So, das zweite Rätsel lösen, aber ich krieg tatsächlich... Was ist denn das? Was heißt denn da Rätsel lösen, wenn ich praktisch den Punkt angegeben bekomme? Ich habe jetzt wieder eine Markierung auf der Karte. Das ist doch witzlos. Also ich muss tatsächlich zugeben, dass ich gerade mit den Rätseln auch nichts anfangen könnte, dass mir das jetzt... keine Ahnung, nichts gesagt hätte bisher. Das war halt in Paris ein bisschen anders. Da hast du dann Hinweise bekommen und dachtest ja schon, okay, das muss der und der Ort sein oder da und da in der Nähe. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Ich habe aber auch das Gefühl, wie gesagt, dass das Rätsel mehr den Ort beschreibt, an dem ich gerade schon stehe, als den Ort, an den ich das nächste Mal hin muss. Das ist aber irgendwie merkwürdig. Da bin ich gerade auch wieder ein bisschen irritiert, was ja aber auch keine Seltenheit und keine Neuheit ist. Hey, ich wollte hier überhaupt nichts machen. Ich warte nur gerade mal, bis mir der Dieb in die Arme fällt hier. Und dann springe ich daneben. Ja, super. Das ist auch großartig. Komm mal ran jetzt hier. Oder?
da muss ich erst noch ein paar Dinge über und unterqueren. So, den habe ich. 38 von 55. So, und ich habe hier wieder eine Markierung. Dann weiß ich ja schon, wo ich suchen muss. Das ist irgendwie das ist merkwürdig. Also das ist tatsächlich sehr komisch. So, hier muss ich irgendwie hin. Aber gut, da es zur Hauptgeschichte hier gehört, der Erweiterung, kann ich in gewisser Weise auch verstehen, dass man das ein bisschen anders gemacht hat vom Stil her. Denn ich könnte mir vorstellen, dass diese Glyphenrätsel in Paris nicht jedermanns Sache waren. Dass man da nicht unbedingt die Geduld zu hat, die Dinger zu suchen und die Rätsel zu lösen. Und dass man quasi... Ja, dass es schon Sinn macht, dass man die Möglichkeit hatte, das einfach nicht zu tun, wenn man da keinen Bock drauf hat. Wenn sie aber Voraussetzung für die eigentliche Geschichte sind, dann ist es vielleicht vernünftiger, den Leuten hier anzubieten, das ein bisschen einfacher zu halten. Keine Ahnung. Also ich kann es in gewisser Weise nachvollziehen, beziehungsweise ich kann es nachvollziehen, dass man es so macht, wenn es ein obligatorischer Teil der Geschichte ist, dass dann halt nicht jeder Bock hat, da irgendwie diese Rätsel zu lösen und so weiter, kann ich verstehen. Die Frage ist dann eher, inwiefern ist es sinnvoll, das zu einem obligatorischen Teil der Geschichte zu machen, überhaupt erst in erster Linie. Also dann hätte ich das schon irgendwie nur als Nebengeschichte wieder verpackt, diese Glyphengeschichte hier. Aber gut. Es scheint ja auch nur ein kleiner Teil davon zu sein, also es müssen zwei Artefakte sein, die wir finden, von daher... So, was finde ich denn jetzt hier, wenn ich was finde? Ich will die jetzt nicht alle plündern. Ich schaue mich lieber mal um. Aber hier ist überhaupt nichts. Oder ist das wieder unterirdisch? Muss ich nach unten? Papa sagte immer, es gibt nichts, was gut platzierter Stahl nicht lösen kann. Welch Freude, mein Freund! Alles Gute, Bürger! Also hier sehe ich tatsächlich gerade nichts. Da oben leuchten Dinge. Aber die sind doch jenseits der Untersuchungszone, oder? Das ist jetzt auch wieder ein bisschen kurios. Weder sehe noch höre ich hier gerade irgendwas. Und die ist ja auch relativ klein hier, die Untersuchungszone. Das ist auch wieder komisch. Ja, ich weiß nicht so genau, ich werde nicht so richtig schlau aus der Sache hier. Ich hole mir mal die Kiste da oben. Wenn ich da jetzt drankomme, ja. Oh, das war knapp. So, die hätten wir dann auch schon mal. Ja, wo finde ich denn jetzt hier... Oder ist das hier drüben? Hier ist noch Untersuchungszone. Hier bin ich noch drin, dann ist das hier bestimmt irgendwo. Ach so, das war schon... Das, was da geleuchtet hat, ist hier schon das Versteck, glaube ich. Des Artefakts. Moment, lass mich hier wieder runter. Und dann müsste ich auch davor stehen. Ah, okay, alles klar. Ach, guck mal hier. Mit Pentagramm drauf. Schön. Ja, dann gib mal her. Drittes Rätsel. Die Dame an den Toren in ihrer Reichweite wartet das Inferno, unser Fluch, die Zahl des Teufels. Ah, okay. Ja, aber das ist ja jetzt wieder hier, ne? Pentagramm und so weiter. Komisch. So, und hier unten habe ich jetzt wieder die nächste... Na, die nächste Zone da. Achso, nee, das ist aber jetzt wieder hier die Dame am Tor. Das passt jetzt. Also das, was da oben stand, hat diesen Ort hier beschrieben. So wie es aussieht. Wobei ich jetzt hier die Zahl des Teufels gerade nicht sehe, oder? Da oben? Nee, sehe ich gerade zumindest nicht. Oder da unten? Ah, hier unten. Ah, da. Auf der Fußmatte quasi. Da ist die Zahl des Teufels. Alles klar. So, stört euch gar nicht hier. Ich grab hier ein bisschen rum.
So, Missionsgegenstand erhalten. Das war das. Das war das. Okay, das war hier das Artefakt. Okay, das ist ein bisschen kurios, finde ich schon. Also, dass man halt ein Rätsel bekommt, aber die Lösung quasi auch direkt schon mitserviert und dann in einem ziemlich kleinen Suchradius eigentlich. Das ist ein bisschen schade. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Mysteriosität. Nein, ein bisschen mehr, ich weiß nicht, Spielraum gewünscht zum Suchen. Das ist irgendwie merkwürdig. Also wenn man ein Rätsel lösen soll, aber direkt die Lösung quasi mitserviert bekommt, finde ich ein bisschen schade. Dann muss man es nicht als Rätsel verpacken. Das ist komisch. Naja gut, aber ich will mich nicht beklagen. Ich will die Folge beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und sage tschüss, macht's gut und bis dann.